Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession mit allen vier Boys, also mir eingeschlossen. Hi. Hallo. Ja, Stefan, hi. Dima, Sönke und ich mich dabei auch dabei, ne? Ich bin auch dabei. Und wir haben natürlich auch wieder den schönen Chat, der hier links angezeigt werden sollte, bald auch mal reinschreibt. Ja, dann wird das da angezeigt. Und es ist Sonntag und dementsprechend seht ihr heute den ganzen Aufnahmetag, beziehungsweise alle Folgen. Ah, alles klar, danke Stefan. Dima. Bitte. Dankeschön. So, was gibt es zu sagen? Also letztes Mal habe ich gefühlt ein bisschen rumgetrödelt. Das sollte ich mich auf zur Arbeit jetzt. Ja, aber nee, ich gehe jetzt zur Arbeit. Aber davor noch ganz kurz gesagt. Also ich habe das Gefühl, letztes Mal habe ich ein bisschen rumgetrödelt. Das heißt, ich habe jetzt mal Bock, richtig Gas zu geben. Trotz dessen, dass ich das letztes Mal ein bisschen wenig gemacht habe, gefühlt, ist hier sehr viel passiert. Wir haben nämlich hier die Ölverarbeitung von Stefan und von Dima aufgebaut. Dima macht da auch noch mal den Rest fertig, dass das Fracking funktioniert. Das heißt mal, dass wir es aufsplitten können. Die Verbindung hier ist geschehen. Das heißt, wir können Öl jetzt langsam anfordern und bearbeiten oder transportieren per Zug. Das ist richtig geil. Die Eisenschmelze muss gemacht werden. Stefan, was wolltest du machen, ne? Yes, mache ich im Norden. Habe ich schon markiert. Im Norden? Ach, da oben? Okay. Ja, wenn es in Ordnung ist, wenn das... Ja, ist in Ordnung. Da muss ich dazu nur noch mal die Strecken hier auch noch mal verbessern und dicker machen. Das geht sonst nicht ohne. Aber das kriege ich hin. Das kann ich machen. Aber du kannst ja schon mal die Schmelze bauen. Dann suche ich mir was Neues oder ich mache eine Kupferschmelze unten. Dann wird das mal. Ah, das mache ich mal. Wollen wir das gleichzeitig machen? Dann mache ich da eine Kupferschmelze hin und da oben ist die Eisenschmelze. Guck mal, dann ist das schon gleich so aufgeteilt. So, Sönke, du hast noch deinen AKW, richtig? Mhm. Oh. Gut, das heißt, von dir können wir richtig viel Strom erwarten. Das ist auch geil. Und dann ist, glaube ich, erstmal so die ersten Sachen schon mal gut verteilt, was wir anfangen können. Wollt ihr sonst noch irgendwas so zum Beginn sagen? Habt ihr irgendwas? Wir werden relativ schnell auf den neuen Planeten kommen. Oh ja, stimmt. Leute, heute, ich habe das dreimal schon gesagt, aber heute werden wir auf Vulcanus landen. Ich sag's euch, heute wird's geschehen. Und wenn nicht, dann könnt ihr mich steinigen. Aber heute wird's geschehen, alright? Ah, Risiko. Ja. Wie da übrigens. Und das würde ich dann halt auch dementsprechend pushen. Das heißt, wir müssen die Plattform bauen. Damit wir das Raumschiff oder mehr gesagt die Station dann halt fertig kriegen. Und dann können wir eigentlich auch direkt rüber, weil wir können ja immer mit dem Raumstoff hin und her fliegen. Das heißt, die Materialien, die man halt dort vor Ort braucht, können wir dann ja sehen und dann spontan entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Was also hinschicken und was nicht. Ne? Es kann da ja wieso am besten nur ein oder zwei Leute dorthin, dass die anderen dann halt immer noch in der Base bauen können. Ja, alle wären ein bisschen übertrieben. Aber das ist wieder zu vorgegriffen, sorry. Ja, das kriegen wir alles dann hin, wenn wir da sind. Aber heute werden wir auf jeden Fall da hinkommen. Ja? Das ist schon mal Faktor. Ja, und kein Clickbait, richtig. Jo. Kein Clickbait ist das. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich irgendwie viel Clickbait machen würde auf YouTube. Ja, doch, ganz schön viel. Ja schon, das stimmt. Naja, ja, aber ich was muss das, ne? Wie zerschießt einer? Habe ich gar nicht verstanden, dein Clickbait. Welcher denn? Wo du gefragt hast, ist das Diddy. So früh? Ja. Digga, das ist auch eine wilde Kombo gewesen. Einfach Schmiermittel mit den 1000 Flaschen Babyöl, die bei Diddy gefunden sind. Digga. Das ist schon ein bisschen speziell. Ja, ist schon spezieller Natur. Aber ich fand's witzig, also habe ich's gemacht. Ne? Also, ja, gönn dir. Ja. Ich gönn mir. Wenn jemand das checkt. Oh, Digga. Das ist kein lustiges Thema, aber ich fand das witzig eingebaut. Also, naja. Oh. Ich weiß gar nicht, was gerade bei dem Prozess aktuell ist, aber. Ja. Genügend Scheiße, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, das ist ein bisschen Clickbait, ne? Und normal. Das ist noch normalen Rahmen, ne? Was gibt's? Wie war nochmal die Reihenfolge? Welche Reihenfolge? Von diesem Gesöffs hier. Und zwar, ich habe ja jetzt. Achso, für wie viele du wie viel brauchst? Ja, genau. Ne? Ich habe jetzt Somwoha mit Schweröl. Das wird zu Leichtöl. Ja. Wird jetzt der Prozess mal 2 genommen oder mal 0,5? Also du brauchst... der nächste Prozess, meine ich, der danach kommt. Quasi der nächste Prozess wäre jetzt von Leichtöl zu Flüssiggas. Ich sag dir ganz ehrlich, Ratios sind da egal. Weil die ja eh nur angehen nach einer Logik mit Circuits, die ich dir dann gleich nochmal zeigen werde, wie das geht, ja?
Das heißt, du kannst eigentlich diese eine Reihe komplett nach rechts durchziehen und dann unten eine machen, die auch komplett rechts ist, und dann passt das. Soll ich das Leichtöl von hier nehmen oder von oben? Von oben, ne? Naja, das Leichtöl muss ja erstmal wieder in die Tanks und dann muss es von den Tanks wieder nach unten. Ist das geil. Mhm. Okay. Kriegst du hin. So. Ja, ich... Oh, es gibt noch eine neue Sache. Und zwar, da muss ich auch noch, da will ich auch noch ein extra Video zu machen, habe ich letztes Mal schon gesagt, oder vielleicht auch davor. Aber ich habe das Bahnschienen-Blueprint erweitert. Ab jetzt ist, oh, da muss ich nochmal reinpacken, ne? Wo habe ich denn Bahnschienen? Ist das fort? Ja, das ist das und das ist das alte. Sehr gut. Ich lösche einmal das hier raus. Buch löschen. Und dann habe ich dieses hier. Kopie davon erstellt. Oh, warte. Übertragen. So. Kabum. So, ihr findet jetzt alle unter Spielblaupausen das neue Bahnschienen V2 oder Version 2. Dort habe ich nochmal die zwei Wege, also ne, zweigleisige Varianten, nochmal komplett erweitert. Mit Kurven gerade, einer langen Gerade, einer kurzen Gerade, einer Kreuzung, einer T-Kreuzung, einem Switch für vier Wege und sowas alles. Und dazu halt noch die Kreuzung erweitert. Nämlich haben wir die Viererkreuzung nun auch so, dass es quasi nach oben und nach links hin ein Vierer ist, aber nach rechts und unten ein Zweier. Das hat nämlich noch gefehlt. Das braucht ich jede unten. Variante. Richtig. Jetzt sollte wirklich jede Variante drin sein. Ich hoffe es. Und dazu habe ich auch noch eine Drehung drin, die übel geil ist. Ganz unten im Blueprint. Da könnt ihr zwischen zwei auswählen. Und machen. Ah ja. Das ist cool. Zum U-Turn. Das muss ich kurz erklären, weil das habe ich gerade auch noch nicht gecheckt. Also, ich habe es ja selber gebaut, aber schon ein bisschen her. Also, wir haben. Ich check's nicht. Also, die Drehung Ende 4 ist im Grunde wirklich ein Ende. Also, wenn irgendwo ein Dead End ist von einem 4-Wege, dann packst du die da rein. Dann kannst du quasi alle 4 Wege einmal in sich gekehrt umdrehen lassen. Die Drehung gerade funktioniert so, dass du die nimmst und auf eine gerade Blueprint einfach drauf packst. Das heißt, du kannst das hier einfach drüber ziehen. Ach so, man kann auf währenddessen genau drehen. Guck mal hier hin. Das ist cool. Ich nehme das Blueprint. Hier. So. Und dann packe ich es einfach hier rüber. Ne, ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe ja den Stream offen. Ja, dann im Stream siehst du es auch. Ja, damit können wir das halt einfach so hier rüberziehen und brauchen, das ist der Vorteil. Brauchen nichts machen. Also wenn du einfach zwischendrin einen Turn brauchst, baust du es einfach so. Das ist echt geil. Ja, überirdisch bauen ist halt einfach geil, Mann. Ja. Da soll auch einer sagen, dass die Hochbahnen nicht geil sind als Feature, ne? Ne, Troopen? Kleiner Bastard. Was? ein geiler Factorio-YouTuber. Ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, der ist irgendwie. Ist das so ein Hater oder was? Nee, der ist überhaupt kein Hater, aber ich meine, er war das, oder? Genau. War das Truppen oder war das hier Doshinken? Schinken? Fuck, Mann. Schinken. Doshinken gibt's auch noch, ja. Gibt ein paar geile Factorio-YouTuber. Aber einer von denen hat auf jeden Fall gesagt, da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, wer es war, dass dieses Hochbahn-Feature relativ useless ist und nicht genutzt wurde. Ich denke mir so, Digga, guck dir mal die Scheiße an hier. Wie geil ist bitte diese Hochbahn hier, ne? Also, war for real. Das ist ja so geil. Ja, ebenfalls dieses Blueprint, das werde ich euch auch noch mal zur Verfügung stellen. Das bekommt ihr bald. So, jetzt will ich aber erstmal die Kohle anbinden. Ne? Ich binde die Sachen erstmal an und dann bauen wir da die Öfen. Wir haben ja schon mit Dünke letztes Mal auch geschrieben, wie viele Öfen wir brauchen, damit das alles klappt. Oh, bum, bum. Oh, wieso wird das denn nicht abtransportiert? Hm? Strom? Eine Roboter. Ich hab eine Logistikanfrage gemacht. 200 Mauern will ich haben, aber ich habe viel mehr Mauern im Inventar. Sollte eigentlich abtransportiert werden. Was mache ich falsch hier gerade? Scheiße, die Klippen sind da ja auch im Weg. Ja, Klippen sind immer ein Thema. Okay, dann mache ich das hier mal die so. Die Zukunft. Wir brauchen die Zukunft für die Klippen, Alter. Ja. Ja, was mit Vulkanus, ne? Wir müssen zu Vulkanus. Für Klippensprengstoff. Das war doch da, oder? Ich glaube ja. Nein! Hä, wieso wird mir noch mehr ins Inventar geschoben? Ist der Roboter dumm?
Ah, ich habe eine zweite Anfrage. Ach so, okay. Ist der dumm? Ah, der Roboter ist ja gar nicht dumm. Okay, es gibt zwei Anfragen, okay. Ja, es gibt immer, ich habe immer einen Fehler, natürlich. Es muss ja irgendwie funktionieren, warum? Es muss an mir liegen irgendwie. Du hattest gesagt, dass du es posten möchtest. Ja, habe ich. Und das werde ich auch noch. Hast du das Blueprint-Book veröffentlicht oder nicht? Nee, noch nicht. Aber ich will es machen. Also es wird veröffentlicht. Ich war natürlich noch nicht ganz fertig. Das ist auch so ein Grund. Und ich kam nicht dazu, ein Video zu machen. Weil ich möchte da gerne ein eigenes Video zu machen. Besonders, da man halt gesehen hat, dass ich meine, die eine Folge, wo ich sage, irgendwie die besten Wege oder so, da haben wir 500 Views, Digga. Also, der Bedarf ist da. Dann mache ich auch ein richtiges Video dazu, wenn schon, denn schon. Und da werde ich das auch nochmal genau vorstellen, wie es funktioniert so. Und wo man das herkriegen kann und wie man es nutzen sollte. Da will ich ein eigenes, dediziertes Video zu machen. Ja, und ich hatte es halt noch nicht fertig. Ich hatte die Drehung noch nicht, ich hatte hier noch eine Kreuzung, die fehlte. Ja, ne, deswegen, also das kommt noch. Mit Hochbahn ist das um einiges kompakter, ja. Wenn du keine Hochbahn hast, dann kannst du auch diese Viererkreuzung nicht so machen. Also da gibt es ein paar Feinheiten zu. Weil hier in dieser Kreuzung zum Beispiel haben wir ja einen Roundabout, also einen Kreisverkehr, in dem die Züge hier komplett im Kreis fahren. Das heißt, die können sich auch hier umdrehen und wieder zurückfahren. Das ist halt ein Riesenvorteil. Und das gleichzeitig im Sinne von, die können hier unten lang fahren, überall, wie sie wollen. Und die in der mittleren Schiene können auch überall hin, wo sie wollen. Und die kommen sich nicht in die Quere. Wenn das alles auf derselben Ebene wäre, könnte man das genauso machen. Aber dann würden die sich immer wieder gegenseitig auscanceln. Und das macht halt einen Bottleneck. Mehr gleichzeitig macht Sinn. Ganz genau. So sieht's aus. Flaschenholz. Stehst du? Oh, das ist eine scheiß Klippe. Digga, so eine ganz kleine Klippe. So eine ganz kleine. Ganz kleine. Hab ich das schon benannt? Ja, das ist Kohlade 3. Kohleablade 1. Oder ich muss jetzt einfach fragen. Oh Gott, was kommt jetzt? Ah, wer von euch hat schon alles Arcane geguckt? Die neue Staffel noch nicht. Noch nicht. Sogar auch noch nicht, ne? Und der Chat? Wie geht's dem Chat? Guckt ihr überhaupt Arcane? Kennt ihr das? Baba geil. Baba. Also die erste Staffel war mega. Die erste war übel geil, ja. Das weiß ich nicht. Fuck, ich hab nicht genug für eine Eddie. Kommentare. Ja, danke. Darf ich dir dann Kaltorio vorstellen? Kaltorio? Ja, ich hab's so benannt, du. So heißt die Webseite. Ja, was hast du da gemacht, Mensch? Ich mach mal Bildschirmübertragung, wenn ich das hinkriege. Ne? Bildschirmübertragung bei Discord ist ein bisschen doof. Schick mir mal den Link und dann zeige ich das hier, während du es erklärst. Schalktorio. So, Schalktorio. Ja, er link halt nicht, sondern ich schick dir den Ort. Ja, genau. Ja. Darf ich was sagen? Ja. Das ist der geilste Bagger, den ich kenne, Alter. Du machst eine verkackte Webseite mit Kalkulatoren, aber kriegst die Bildschirmübertragung nicht hin. Nein, ich soll ja kein. Ja, ach komm. Alter, lass mich durch. Richtig geil. Ne, gefällt mir. Als ob ich das nicht hinkriegen würde. Ne? Ja, klar, kriegst du, aber das war gerade ein lustiger Satz von dir. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, das ist komplex. So eine Bildschirmübertragung. So, kann ich das anfordern? Das ist ja Schmacko. Also ich würde es mir gerne kurz angucken so, aber nicht jetzt Bildschirmübertragung, weil es sonst ein bisschen... Ja, weiß nicht, ich will ja auch nebenbei noch was machen können. Also wir haben... Habe ich dich einmal reingeschickt? Die Motoren eigentlich im System? Hast du reingeschickt? Auf WhatsApp Web oder was? Oder wie? Nö, in unserem Channel. Hier Livestream, dort Sprechblase aufmachen und... Oh Gott, da drin! Oh mein Gott. Ja gut. Lass mal meine Logistikanfragen auf Vordermann bringen, Alter. So, was mache ich jetzt mit dem Trojaner hier? Mache ich das... Einmal bitte ausführen. Ja, ich habe das Dock geöffnet. Das ist es nicht. Also, ich gehe auf das Google-Dock. Nee. Gehe ich auf GitHub? Das war... Nee. Hä? Entschuldigung, ich schicke dir das jetzt einfach... Nee, da steht. Achso, das. So. Kein Kommentar. So, jetzt kannst du nochmal gucken. Ich dachte, er verschickt das direkt, als ich das da so reingezogen habe, aber hat er nicht gemacht. So, jetzt habe ich Kaltorio. Oh mein Gott, Digga.
dicker fucking Winra hier geöffnet. So, gucken wir mal rüber. Kaufen. Ja, direkt der Trojaner ist installiert, Leute. Der ist da. Oh ja. So, jetzt gehe ich auf die HTML einfach. So, boom. Ja. Also. So, ich zeig das jetzt im Stream, ne? Mach das. Gut. Veröffentliche es. Krabums. Da haben wir's. So, das hast du gebastelt und das ist Kaltorio. Ja. Wir haben Bandkapazitätsrechner. Wählen Sie Ihren Laufbandtyp. Wir haben. Genau. Ah, direkt gespoilert, dass es einen neuen fucking Belt gibt, Digga. Ich kotze im Strahl. Du kommst an fucking Spoiler nicht vorbei, ne? Es ist wirklich schlimm. Gut, ja, alles aber das klar. Wussten wir doch schon vorher. Nein, wussten wir nicht. Schon vorher. Doch, klar. Woher? Woher denn? Gut, alles klar. Ich will rote Belts haben. Wiki, Leute. Ich will Öfen, elektrische Öfen haben und ich will beide Lanes benutzen. Produktionszeit in Sekunden. Geben Sie Ihre Produktionszeit in Sekunden ein. Ach, die muss ich aus dem Ingame dann holen. Warte mal, genau. Was haben wir denn? Wir haben 3,2 wäre das bei Eisen. Woher sehe ich denn das bei Eisen? Weil da muss ich ja wahrscheinlich in Factoriapedia rein, ne? Ja, genau. Ah, 3,2 Sekunden, okay. Gut, dann gehen wir hier 3,2 ein. So. Geben Sie den Item-Input ein. Ja, also, das heißt, die Anzahl, also 1 wäre das. Du brauchst ja ein Eisenerz, ja, für das die Produktion stattfindet. Deswegen 1. Okay, gut. Ich mache es mal 1, ja. Geben Sie den Boost ein. Nee, erstmal keinen. So, dann machen wir berechnen. Dann 0. Dann mach 0. Ach, muss ich, okay. Genau. So. Ach, da oben brechen. Okay. Die maximale Assembly-Maschinenanzahl an das Laufband angeschlossen werden können, ist 48. Das heißt, ich habe jetzt ausgerechnet, wenn wir rote Bänder haben und mit Electric Furnaces arbeiten, beide nutzen, dann bei Eisen, was 3,2 sind, dann haben wir 48 Öfen, die das beliefern kann. Richtig. Okay. Das heißt, 24 Öfen sauber pro Seite sozusagen, könnte man ja sagen. Also rechts, links, neben dem Laufband. Coole Sache. Werden wir auf jeden Fall nutzen. Da gibt's ja noch was. Da gibt's ja noch was. Okay, dann zeige ich das auch noch. Ja. Wait, there's more. Where's more? There's just more. Just one more thing. Und zwar Item pro Fabrik. Ja. Das heißt, da oben, also stellen wir mal vor, wir wollen Science produzieren. Und diese Science, die soll konstant laufen. Das heißt, wir wollen immer zu 1:1 das produzieren, was wir halt brauchen. Das heißt, dann gibst du erstmal die Anzahl der Maschinen deiner Science ein, die du gerne haben möchtest. Dann gibst du die Produktionszeit ein von der Science und dann gibst du eventuell den Boost an, den du halt brauchst. Und natürlich einmal auswählen, was du für einen Assembler nimmst. Dann sagst du unten einmal, wie viele Items du brauchst. Das kannst du einmal alles eingeben. Also gib mal 34, 1, den rechten Assembler und 0 einmal ein, bitte. Moment, ganz Schritt für Schritt bitte. Also oben ist. Was? Wait a second. Was muss ich da eingeben? Gib irgendeine Anzahl. Wir wollen jetzt 5 Stück bauen. Okay, ich mach 5. Ja? 5. Ja. Exemplar. Ja, scheißegal. Ich hab 5 Assembling Machine. Okay. Genau. Ja, Produktionszeit in Sekunden ist? Sagen wir 6 Sekunden. 6 Sekunden, Dann wir haben sagen natürlich, wir. Wir haben natürlich grüne. Ja. Genau. Natürlich. Ja, klar. Boost sagen wir mal 0. Ja, na klar. Und die Assembler-Maschine braucht insgesamt 3 Items. Also gibst du 3 und sagst bestätigen. Und dann kannst du nach unten scrollen. Item 1, hast du Item 2, 1, Item 2, Item 3. Oder sag lieber 2 Items. Sag lieber 2 Items. Okay. Da müssen wir nicht so viel eingeben. Ja, besser ist. So, oh mein Gott, okay. Ja, okay. Ja. So. Und dann sagen wir oben, wir haben eine Produktionszeit vom ersten Item von auch 6 Sekunden. 6 Sekunden. 0 Boost. Output haben wir 1. Und benötigte Gegenstände Moment, haben wir. Wenn wir irgendwo angegriffen gerade? Nee, ne? Ist Mauer? Okay, gut. Safe. Gut, alles klar. Gut. Ja?
Ich habe also 6 habe ich dann noch schnell. Ja, Boost 0. Gibt da, gibt da irgendwelche Zahlen? Ja, irgendwas, also, da habe ich ja kein Beispiel. Da weiß ich ja nicht, was ich damit jetzt machen soll. Also, ich kann natürlich irgendwelche Zahlen machen. Aber Output, geben Sie ein Output an. Ja, was für ein Output? Also, wie viel ich brauche oder was? Output des Items des Samplers. Also, das heißt, wenn wir rein theoretisch Kupferkabel machen würden, würde sozusagen oben stehen Produktionszeit 0,2. Boost haben wir 0, Output hätten wir 2 und gebraucht. Also wie viele Items pro Craft-Vorgang ausgespuckt werden? Genau, richtig. Okay, 2. Geben Sie an, wie viele Items Sie benötigen. Ich brauche 5 Millionen. Nee, also... okay. Think big, Sönke, think big. Okay. Think big. Aber, also, was meine ich mit benötigen... meine ich halt, oben haben wir ja die Sampler angegeben und das Item, was wir oben halt haben, da wird ja gesagt, zum Beispiel, ich brauche 3 Kupferkabel für einen grünen Schaltkreis. Das heißt, rein theoretisch könntest du, wenn Item 1 das Kupferkabel wäre, müsstest du da 3 eingeben. Für 3. Digga, ich mache jetzt 3 und dann gehe ich wieder in-game, Alter, wirklich. Ich mache jetzt 3 und sag berechnen. Und dann sage ich, ich brauche 7,5 Assembling-Maschinen dafür. Hab ich keine Bots, Alter? Also das ist mir zu hoch. Ich brauche dafür, brauch dafür eine halbe Stunde, bis ich das irgendwie checken kann, glaube ich. Bei Itemfabrik. Aber es ist mega geil. Also wenn du da, wenn du das brauchst, kann man da, glaube ich, gut mit arbeiten. Aber es ist mir gerade, brauche ich dafür noch ein bisschen. Es ist nicht kompliziert, aber ist okay. Ist okay. Ich hab's ja auch, gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Ja? So, das ist okay. So, ich bin dumm. Aber ich, für mich, also, boah. Ist auf jeden Fall geil. Also, ey, ne? Übel geil. Können wir gut nutzen. Besonders das oben. Das werde ich sofort nutzen, weil es sehr viel, sehr easy ist. So, ne? Da kann ich das schon bauen für die Schmelzen. Da habe ich direkt einen Use Case. Das ist immer gut. Oder Chat, ja, was sagt ihr? Juhu. Juhu. Ja, das Problem halt beim zweiten ist, es ist halt manchmal schwierig, diese Wortfindungen zu haben oder was schreibt man dorthin, damit jeder checkt, was das jetzt ist. Sönke? Ja, zum Beispiel bei den ja. Ein Tipp, falls das geht, aber das ist halt natürlich super viel Aufwand dann, ne? Pack die Rezepte da direkt rein. Dass du nur auswählst, okay, ich möchte. Das mache ich nicht. Ja, genau. Nur das wäre halt das, so diese. Ne, wenn du das drin hättest, also so, ey, ich will das bauen. Dass dann die Sachen schon vorausgefüllt werden, weißt du? Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht nee, das ist halt viel zu viel Aufwand. Da müsste ich halt jedes einzelne Item halt dort reinpacken. Vielleicht haben die auch eine Datenbank, das kann natürlich sein. Vielleicht haben die eine Datenbank, wo eben das alles drin ist, sodass du dann in Excel packen kannst und dann hast du, okay, in Stapelhalter 2 sind die Produktionszeit, und da ist das Input, wie viele Items brauchen, da wie viele raus und dann kannst du das da mit einem importieren, so vielleicht. Ja, aber. Oh, fuck, Alter. Ja, das ist einfach viel zu viel. Ja, deswegen, also für mich ist es halt gerade auch sehr kompliziert mit dem zweiten, aber auf jeden Fall nützlich, wenn man das braucht. Das auf jeden Fall, naja, aber da muss ich mich auseinandersetzen. Das möchte ich jetzt einmal kurz nochmal sagen. So. Der Output. Geh mal auf irgendeinen Assembler, der was produziert, ja, und guck einfach, was er für Material braucht. Das heißt zum Beispiel, ein Roboterhanger braucht 45 Stahlträger. Und das gibst du halt benötigte Materialien 45 ein. Das ist es. Und der Output ist halt von dem Item, Assembler, wie viel der halt gibt. Weil zum Beispiel bei Kupferkabel hast du einen Output von 2. Oder von, ich meine, gelbe oder blaue Science oder lilane Science, da kriegst du sogar einen Output von 3 raus. So. Und das sind dann halt die Felder, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind. Aber das ja, weil wir also, ja, ich check das. Sag mir nicht böse, ich will zocken. Ja, mach. Ist gut. Okay. Junge, ich hatte gerade eine Kollision mit einem Zug, ey. Hast du überlebt? Hast du überlebt? Ja, ich habe einen Eisen. Alter, du bist Frankie. Ich habe einen Eisenanhänger weggebollert. Wie viel Eisen kann in so einen Anhänger rein? Ja. Wir haben Eisenmangel, ne? Das ist einfach zerstört worden. Kein Problem. Irgendwo ist eine Fracht verloren gegangen. Ich weiß auch nicht. Kein Ding. Oh Mann, ey.
In irgendeinem Kanal. Scheiße. So. Ich baue hier mal im Norden ein bisschen Gleise. Mhm. Der jetzt, dritte Kohlezug ist jetzt auch ready. Immer schwert nice gemacht, aber ich sag ehrlich, es ist auch nice gemacht, aber es ist für Normalos wie mich, es ist gar nichts. Also, damit meine ich komme damit nicht klar. Ja, das meine ich ja, ne? Es ist halt super, super geil gemacht so. Aber es ist halt schwierig, als Dulli da durchzusteigen, ne? Sag ich mal so, wie es ist. Also. Ja, du bist zu schlau für die Welt. Ja. Nenn ich doch einfach Megapunk. Nee, nee. Nee, nee, das kann nicht sein. No, no. Ja, Tim. So, jetzt müsste es eigentlich passen mit dem Zug hier. Jetzt habe ich hier eine nice Kreuzung. Ja. So, ich mach da mal die Schienen eben ein bisschen dicker, damit du da oben auch einen Vierer bekommst. Obwohl, ist das eigentlich nötig? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, ist eigentlich nur Optik. Brauchst du nicht. Kannst du da oben dann so machen. Ja. Das geht auch so. Okay, dann Kupfer. Ja, dann machen wir mal Kupfer. Kupferschmelze. Kann ich die denn connecten, Alter? Das wird wahrscheinlich nicht so easy. Nee, Moment, ich mach keine Kupfer. Ich wollte. Oh. Das ist das Ding. Ah, das ja, ist ich, oh. Ah, oh, oh, ja. Was? Ich habe ja letztes Mal eine Sache noch angefangen, um den Eisenmangel irgendwie zu bekämpfen. Den wollte ich gerade anschließen. Ach, den wolltest du? Ja, gut, alles klar. Ich gehe wieder zu Kupfer, Leute. Mach irgendwas anderes. Ja, außer wenn du das machen möchtest. Nee, ist also okay. Ich geh zu den, was anderes. Ich mach das drin. Aber du musst den Gleis, die Station da noch anschließen auch, ne? Die ist nämlich auch noch nicht drin. Welche Station? Ja, die Ach, da. Die Station. Ach, und die ist jetzt nur für... Okay. Okay, okay. Was? Okay. Oh. Die ist nur Eisen, ja. Aber wenn die ist dann nur für Stahl, ne? Nee, Eisen. Oder Stahl. Ja, aber da, also die Station ist für Eisen. Also da kommt Eisenerz an, so. Hm. Ich habe das nur noch nicht angeschlossen, weil es letztes Mal ein bisschen sehr knapp war mit der Zeit. So, dann haben wir auch aufgehört. Und weil wir halt mehr Bells brauchten für den Stahl. Deswegen habe ich da eine zweite Station. Venedig Strom. We need Strom? Oh ja. Venedig Strom, also wenig, ja. Wortspiel, lol. Ach so, ja, macht auf beiden Seiten Sinn, stimmt. Mann, dieses scheiß Gift, geh weg. Damit kann man gut Bäume fällen, aber es dauert ein bisschen. Ja, wie ist es denn mit dem, AKW? Wir müssen ja erstmal genügend von den Uran haben. Und das braucht jetzt erstmal eine gewisse Zeit. Und deswegen würde ich jetzt auch erstmal ein bisschen warten. Okay. Wo wir oh, fuck! Mann, du Wichser! Ich mach grad die scheiß Gleise fertig und der Scheißzug überfährt mich im ersten Moment, Alter. Aber hast du nicht gesagt, du hast es getankt? Kannst du ja. Nicht tanken? Scheiße. Ja, der andere Waff, also da ist er ja gegen den Zug, also je nachdem wie schnell er war, ne? Wir können ja auch gerade beschleunigen sein. Nee, da war ich ein normaler Mensch gerade. Bei der anderen Situation war ich im Tank. Da war ich kein normaler Mensch, da war ich ein Tank. Manchmal bin ich ein Mensch, manchmal bin ich ein Tank. Naja. Achso, ist dein Auto, glaube ich, ne? Lass mal stehen, ich probiere es selber. Kann ich das eigentlich hier. Also, damit wir Strom irgendwie ein bisschen bekämpfen können, ne? Also, wenn jetzt KKW noch lange braucht, dann müssen wir Strom irgendwie noch schnell machen. Also, baue ich hier nochmal ein neues Stromding hin. Haben wir denn genug Kohle dafür? Ja, ne? Ja, das haben wir. Ich habe jetzt gerade auch noch mal eine Kohleader angeschlossen, eine dritte. Also ja, dann haben wir auf jeden Fall genug. Das passt. Das ist so Überbrückungskohle. Ja, nur noch 30 Jahre Kohle. Habe ich die Dampfdinger? Ja, die habe ich auch schon. Ah, geil, Digga. Oh ja, hier müssen aber noch ein bisschen mehr produziert werden. Das ist okay. Ja, guck mal, richtig gut gemacht. Schon alles automatisch produziert. Mashallah. Ja. Was werden Pumpen, wenn ich Wasserpumpen hergestellt? Wahrscheinlich nicht. So, wo ist meine Leiche? So eine Scheißzug, Alter. Ehrenlos. Ich baue ihm das Gleis fertig und er überfährt mich direkt. Ja, undankbares Pack, ey.
Danke, wumm. Das sind die Züge von heute, wa? Ja, echt so, Mann. Mann, Mann, Mann. So, wo ist meine Rüstung? Hab ich natürlich nicht aufgesammelt. Hä? Was los? Da unten. Die sind drumherum gegangen, die Wichser. Die sind links rumgegangen. Hä? Die sind an allen vorbei. Oha, Lan. Ich fahr mit hin. Welchen Muni? Ja, ich hab so gut wie nichts. Ja, ich fahr auch hin. So, hast du Muni dabei? Kannst du da auch was machen? Ganz zurück. Ehrenlos. Ups. Oh, jetzt sind sie am. Ah, haben sie ihren Soll erfüllt, wa? Oh ne, da unten kommst du durch. Oh fuck, ich bin so tot. Nein. Da war eine Lücke noch in der Mauer. Oh, mein Auto. Oh nein. Bist, kannst ja ganz kurz. Du kannst sonst ja auch zu den Turrets rüberrennen. Ja, mache ich jetzt gerade. Pause machen wir. Stirbt. Warum eine Pause machen? Nein, du warst ja gerade tot, hattest ein paar Sekunden Entspannungszeit. Warum ist das? Wo? Haben wir irgendwo. Nein, ja. Brauchen wir. Weil ich habe jetzt hier Flüssiggas. Dieses Scheiße. Nee, das brauchst du nicht da herstellen, nee. Nee, aber Flüssiggas, was mache ich damit? Zur Station leiten? Also erstmal in die Tanks da oben? Oder wie? Ich mach das. Don't do anything. Die Frage hat sich erübrigt. Oh, ich bin jetzt auch tot. Nein, Hütermagong. Moment, du hast den Angriff überlebt von den Baltern und dann kam aber der Zug. Oder wie? Das Schicksal hat zugeschlagen. Oh ja. Mann, ey. Nice. Aber. Der Kriegsheld ist werden im Autounfall gestorben. Kamst gerade aus dem Krieg zurück. Mensch, hast überlebt und wirst auf dem Zug überfahren. Oh mein Gott, bitte. So, bringt mich das. Ja, das bringt mich an den Norden. Obwohl, ich muss meinen Panzer mitnehmen. Wo ist der scheiß Panzer? Hier. Sorge, ich kann dich mitnehmen. Zug, warte, noch nicht abfahren. Bitte, bitte, warte, warte auf mich. Bitte, noch nicht losfahren. Bitte, 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 bitte. Okay. Ja, komm. Steig ein, du Sau. Na los. Na los. So, jetzt will ich aber, dass du losfährst. Ah, du sollst einsteigen. Komm her. Los. Komm her, Junge. Ah. Also, überirdische Gleise sind schon los. Das ist frech. Das ist frech, Junge. So, jetzt bin ich. Komm her! Jawohl! So, komm! Jawohl! Die Bäume halten mich nicht auf! Du kannst mir nicht entkommen, Sönke! Komm her! Doch! Ich baue dich jetzt ab. Ja, was machst du dann? Ich baue dich jetzt ab, Alter. Ja, komm her! Jawohl! Nein! Scheiße! Ich kann nicht. Scheiße. Und abgebaut. Ja, fucking hell. Ja. Stimmt, ich kann mal mit meinem persönlichen Zug fahren, stimmt. Boom. Ah, gut. So, ja, jetzt habe ich trotzdem noch das Problem, dass Schweröl gar nicht richtig durchkommt. Ja, das wird sich aber legen, sobald das unten fertig ist. Das Spiel ist auch sehr viel. Soll ich dir mal zeigen, wie das jetzt mit der Logik sein soll? Wie das funktioniert? Ja, sofort. Ich komme schon. Ach, vorbei. Ich liebe Wilder vergiften. Ah, das ist angenehm. Man muss nichts machen. Die Roboter sind auch so langsam. Einfach Gift rein. Wie mache ich nochmal? Mann, wie mache ich nochmal das Waffe wechseln? Da kommt eher eine umweltschädliche. Digga, wie geht das nochmal? Wie wechsle ich die Waffe? Digga, hä? Mit C war das, glaube ich. Warte, vielleicht muss ich dafür aussteigen. Ah, ich muss aussteigen dafür. Ah. Im Auto wechselt er dann die Hauptwaffe nicht von mir. Ihr könnt anscheinend auch mit G jetzt aus- und einsteigen. Ist mir gerade noch aufgefallen, ja. Ja, ich habe gerade einen Wild-Buttons gedrückt und dann bin ich ausgestiegen. Mit G. Wie get out. Mit, ja, C. Guck mal, Timmy. Ich muss einfach in den Chat gucken. Das ist mein Problem. Danke, Timon. Na, scheiße. So, die mal. Hält die Nordmauer. Jeden Tag. Hi. Ja, da ist noch Munition, alles easy. So, wollen wir noch mal ein bisschen verkabeln, ne? Ja. Ey. Gut. Also, dann schnappen wir uns mal ein schönes Kabelchen. Ich mache jetzt mal, nimm mal wo grün und. Ich überhaupt die Kabel her? Unten rechts. Nee, den Robopod an und aus. Da hast du neue Buttons.
Oha, verbinden. Ich würde sagen, wir machen, weil wir müssen zwei Sachen verbinden. Wir müssen ja einerseits das Cracking für Heavy Oil und das Cracking für Light Oil. Ja. Ich würde sagen, für Heavy Oil machen wir grün und fürs andere rot. So, dann nehmen wir das Kabel und verbinden erstmal alle Tanks miteinander. Also du nimmst das Kabel und verbindest die Tanks. Du kannst es bei Light Oil machen, ich mach's bei Heavy Oil. So. Moment. Also nimm das rote Kabel. Da. Boah, diese Gleise sind schon kostspielig, ey. Boah. Vier Gleise setzen. Yes, sehr gut. So, dann gucken wir noch mal kurz. Müsste eigentlich alles verbunden sein, ja. Okay. Dann gucken wir mal kurz, wie viele Tanks sind das? 16. Beim anderen sind es auch 16. So, 16. Insgesamt können die 25.000 Schweröl fassen. Das heißt, wir machen 25 mal 16. Dann haben wir 400.000 Liter. Oder 400.000 Öl und Flüssigkeit generell. Mhm. So. Als nächstes müssen wir verbinden die. Ich verbinde die Heavy Oil mit dem Pumpen hier zu Heavy Oil. Und du verbindest das wiederum mit dein. Mit. Das ist zu weit weg. Ah, nee, du hast das nicht so verbunden. Ah, nee. Hm? Moment, hast du das, dass es das auch da runter geht? Ja, das kommt von links. Ja, ja, okay. Das geht einmal im Kreis quasi. Das hast du ja gesagt. So ja, aber das ist ja doof, weil dann hast du jetzt einen Kreisverkehr. Das arbeitet ja jetzt gerade unnötig die ganze Zeit im Kreis hin und her. Kannst du auch alle ein tiefer setzen. Ja. Dann hast du die Verbindung dazwischen nicht mit den Pumpen. Also in die Pumpe. Pumpen oh, die Gleise sind alle, ey. Oh. Hm, ich überlege gerade, ob das ein Problem ist oder nicht. Boah, ich habe das noch nie gemacht, dass man die Flüssigkeiten im Kreislauf hin und umher schickt. Also die sind ja gerade die ganze Zeit am Arbeiten, die Pumpen, weil die alles im Kreis immer hin und her schicken. Wollen wir das vielleicht so machen, dass es nur schickt, wenn es nötig ist, so? Du meinst jetzt die Pumpe, wo ich daneben stehe? Ja, weil du schickst die oben ins System rein, dann gehen die hier rechts durch und dann rechts wieder hoch in die Tanks und dann wieder runter. Wir könnten das so machen, dass wir die einen weiter nach unten packen. Ach, Zug ist alle einmal nach einem verschieben. Du kannst es mit X machen auch, ne? Dann kannst du die mit Steuerung X, dann machst du ausschneiden. Dann kannst du die quasi verschieben und dann kannst du die so einen runtersetzen. Also so wie sie waren. Wir haben schon ein wildes Netz, ey. So. So, jetzt muss ich von oben abgreifen, von der... Kommt her, Roboter. Ja, genau. Das müssen wir vielleicht einmal... Wenn wir das nach links schieben, weil der hat ja zwei Outputs, weißt du? Wenn wir das vielleicht statt von dem rechten hier auf den linken geben, dann ist das nicht mehr hier drüber. Nee, der ist immer drüber, oder nicht? Nee, weil hier nimmt er das nicht. Weil hier ein Underground ist. Was ist denn, wenn wir das mal... Da würde ich das einfach anders machen. Was aber anders. Wie ist das denn, wenn man den so hinsetzt? Oder? Kommt denn da nix? Ja, und dann? Ja, jetzt also kann man ja... Oh, und? Nicht so machen. Brauch ich eh nicht. Mach ich selber welche. So sind die alle quasi übereinander. Also, dass das zwei getrennte Kreisläufe sind. Das wäre auch andersrum genau das gleiche gewesen. Das kann sein, ja. Ich fahre zu meiner Arbeitsstelle mit dem Zug. Ah, da wir das jetzt nach unten verschoben haben, die Pumpen sind die nicht mehr im Stromding. Da müssten wir die Stromsachen auch nach oben schieben. Einen Block. Machen wir das anders, warte. So. Weiter am Text. Mhm. Also, hier sind die Lampen da nicht drin. Oh. Sonst lass die unterste einen nach oben machen. Dann haben wir das, dann sind die mit drin.
Moment. Okay. Ich bin schon mal unten, ja? Ach, so, der ist falsch. Der dort. Und der da. Beziehungsweise der nicht, weil der geht hier und der geht dann von da nach dort. Ach, schon ein geiles Schienennetz, was du da gebastelt hast, ey. Da bin ich auch stolz drauf. Das ist ganz geil. Kann man auch stolz drauf sein. Das ist auch schön. Vor allem habe ich geguckt, ob es da schon irgendwie was gibt, aber auf YouTube gibt es da noch nichts. Also das ist noch eine Lücke. Ja, Mann. Lücke füllen. Lücke füllen. Rein in die Olga. Ach nee, warte, sorry. Zu bildlich gesprochen. Zu bildlich. Zu bildlich! Okay. Ja, der ist schief, aber kannst du nichts ändern. So, ja, okay. Was passiert hier unten jetzt? Also ich habe das jetzt mal so verbunden, dass die Output von Heavy Oil Cracking ist hier links abgekappt. Ja. Und das fließt alles nach rechts durch, verbindet sich nicht mit der unteren und geht dann bis hier rechts durch und hier in die Pumpe rein und dann fließt das raus. Das heißt, diese sollten dann gleich leer sein. Hopp, hopp, und letzte Tropfen rausgesogen. Okay. Ja, jetzt ist leer. Jetzt ist leer. So, und die zum Cracking hier, die haben einen eigenen Fluss. Die sind nämlich nur über links verbunden. Mhm. So haben wir keinen Kreislauf, sondern das geht so. Ich glaube, das wäre auch mit dem Kreislauf vollkommen okay. Ich weiß aber nicht, welche Mengen da durchgehen. Und so haben wir auf jeden Fall kein Bottleneck, was das Rohr fasst. So. Einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt was einen Unterschied gemacht hätte. Jedenfalls, als nächstes müssen wir die Tanks mit den Pumpen jeweils verbinden. Ich habe das jetzt verbunden mit dem grünen Kabel, die Heavy Oil Tanks, mit den Pumpen, die das quasi, das Heavy Oil zu diesen Fabriken bringen. Also die hier. Ja, jetzt muss ich kurz etwas aufstellen namens, ja, das habe ich jetzt hergestellt. Chillen Sie kurz. Chillen Sie kurz. Stell ich mal hier, glaube ich, auf. Wenn das natürlich funktioniert. Was macht das? Was hast du gerade gemacht? Nicht. Gar nichts. Wie kann ich das rote Kabel verlängern? Was brauche ich dafür? Das kannst du einfach über die Stromkabel machen. Also über die Mäste hier. Nicht, dass die dann auch ausgehen. Oder gehen die nicht aus? Nee, das ist nur die Übertragung. Habe ich keinen Strom? Achso, ich habe keinen Strom. Ist natürlich schade. So, dann machen wir die mal weiter. Mach ich hier mal eine Mauer hin, was auch immer, Digga. Ist wichtig, dass du wirklich jeden erwischt, dass du keinen auslässt. Ja. Keinen auslassen. So. Also, was wir jetzt machen wollen, ist zu sagen, die Tanks oben können ja 400.000 fassen. Und ja, sobald es so, ich sag mal, über 300.000 ist, sollen die Pumpen hier angehen und dann wird es verarbeitet und dann runtergegangen. Und so haben wir dann nie das Heavy Oil voll ist und nie das Light Oil voll ist, außer das Flüssiggas ist voll. Da aber Flüssiggas mit Abstand am meisten benutzt wird in jeglicher Crafting, jeglichen Rezepten, sollte das hier auch von alleine nie als einziges voll sein. Mhm. So, und das müssen wir jetzt halt einstellen. Dafür gehen wir in die Pumpen rein, machen wir am besten von rechts. So, und da sagen wir aktivieren, deaktivieren, wenn, da, wo haben wir die Flüssigkeit? Sehe ich sie schon oder sehe ich sie nicht? Ganz oben rechts. Tropfen. In deinem Bauplan. Da. Ah ja, bei den Tropfen, genau. Und da haben wir Schweröl. So, bumm. Ja. Wenn über. Und da machen wir dann 300.000. So. Dann geht's an. Und das müssen wir dann nochmal kopieren, dass alle anderen angehen. Und die sind jetzt gerade auf Rot, weil es nun mal unter 300.000 ist. So, ich habe jetzt verbunden Schweröl. Wenn es unter 300.000 ist, dann sollte angehen, oder was? Genau. Sonst sind die aus und dementsprechend wird auch nichts runtergecrackt auf Light Oil. Und das müssen wir jetzt auch machen für die unteren, nur halt dann Schweröl zu Light Oil abändern. Ja, habe ich doch hier. Ah, nee, stimmt. Bei mir ist jetzt Leitöl, ne? Genau, bei dir musst du Leitöl auswählen. Den klappt's auch nicht. So, zack. Jetzt einfach Copy-Paste durchlaufen. Genau.
Man hätte auch alles in ein System machen können und dann, ne, weil es macht ja keinen Unterschied. Es liest ja trotzdem aus, ob Light Oil oder Heavy Oil. Aber ich finde es optisch einfach schöner, wenn man das so verschieden in verschiedenen Systemen kabelt. Genau. Und das ist auch schon die Magie. Ne? Super easy, super simpel. Aber jetzt wird erst dann was aus dem System gezogen, wenn es auch wirklich nötig ist, dass was weniger wird. Warum habe ich eigentlich eine Pumpe mehr? Also bei Schweröl ist 40 und bei Leichtöl ist 41. Egal, wo du draufklickst. Wo habe ich da die eine Pumpe mehr? Äh, 25 Pumpen oder wie? Lizierlich. Oder wo guckst du? Auf die Tanks. Ja. Wenn du draufklickst, steht er verbunden mit 40. So. Aber Leichtöl ist verbunden mit 41 und das ist komischerweise rot. Ach nee, das ist die Farbe, ne? Boah, weiß ich nicht, was hier... Ich glaube, die 41 ist die Farbe. Das ist nicht, weil es irgendwie kritisch ist. Nee, ich glaube nicht, also... Das kann auch einfach daran liegen, dass es noch über die... Ja, ist gerade ist komplett gone. Ja, das kann ja auch in die... Keine Geschütze mehr? Nö. Oh, da muss ich zurück. Leitöl, haben wir das hier? Ja, Leitöl ist da hinten voll. Mhm. Und die hier sind ja auch alle aus jetzt. Ich guck noch mal kurz, ob da irgendeiner noch... Nee, sind alle auf rot, 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 rot. Auch keinen vergessen. Perfekt. Nee, also die Cracking-Sachen sind jetzt alle aus. Da sollte nichts drin sein. Und ja... Ja, das wird alles seine Magie entfalten, sobald wir die Zugstrecken auch angeschlossen haben und das hier alles auch praktisch läuft. Ne? Ach, das Leitöl geht hier gar nicht hoch, deswegen. Du musst es hier noch hochführen mit einer Pumpe. Ah. Habe ich genug Munition zum Pushen? Nee, das Lager ist doch voll. Oder wie? Ah, nee, stimmt. Das ist doch, das geht auch hoch. Das ist auch schon verbunden. Leitöl? Ja. Ach, nee, das war das Falsche. Okay. Und Flüssiggas ist auch verbunden. Die Pumpe ist also genau dunkel. Da, okay, das, ist alles. Das passt alles. Hört sich mein Panzer. Geht an. So, jetzt. Ja, die Lichter gehen alle so ein bisschen nacheinander an. Die sind nicht alle gleichzeitig. Muss nicht für Licht sorgen. Ja, aber das wär's auch schon. Ist eine super simple Schaltung, aber super effektiv. Für Öl einfach ein Must-Have. Ja, und so, je nachdem. Von Vanilla auf bevor Space Age würde ich halt wirklich sagen, diese Schaltung für Öl ist das Einzige, was du mit Schaltungen in dem ganzen Faktorspiel machen solltest oder überhaupt musst.